Ja, wir haben bereits über eine der berauschendsten Städte der Welt gesprochen, über New York. Aber es gibt eine weitere Stadt in unserer Welt, die nicht minder berauschend ist. Es geht um Bangkok. Und auch da findet eine phänomenale Reise statt mit Hermann Scherer und Tobi Beck. Und ich freue mich jetzt riesig, dass wir darüber jetzt mehr erfahren. Hier ist Hermann Scherer. Hallo Hermann. Alissa, schön, dass wir beide wieder zusammen sind. Ich freue mich auch. Jetzt geht es um Bangkok. Yes. Du wirst mit Tobi Beck und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach Bangkok reisen. Wie seid ihr zu dieser Idee gekommen? Du, das liegt daran, dass ich tatsächlich in der Schuld war. Denn ich mache ja jedes Jahr eine Reise in New York. Das haben wir ja schon besprochen. Und da habe ich Tobi immer gebeten, mitzufliegen. Und Tobi ist immer mit eingeflogen, hat mit im Bestandteil gemacht. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch was gemeinsam machen. So, und da war ich über die Frage, wo machen wir das? Und ich hätte viele Ideen gehabt, aber Tobi hat gesagt, pass auf, meine Lieblingsstadt ist New York, mehrfach erwähnt. Seine ist aber Bangkok. Und jetzt wäre er dran, logischerweise die Stadt auszusuchen. Es gibt übrigens einen Grund dazu. Und deswegen findet es in Bangkok statt. Erzähl mal, was ist denn der Grund? Du, der Grund ist tatsächlich, dass Tobi wohl vor vielen Jahren auf einem Seminar war. Und auf diesem Seminar, ich war nicht dabei, aber so habe ich das von Tobi gehört. Und auf diesem Seminar war eine Thailänderin gesessen, eine junge Frau, deren Name nicht aussprechbar ist. Zumindest nicht für uns im klassischen Sinne. Drum hat die einen Kurznamen, man nennt sie einfach So, also drum erlaube ich mir respektvoll, sie zu nennen. Und es war wohl irgendwie so, also ganz emotionaler Moment und dieses Seminar und wie geht es irgendwie weiter und Tobi war Teilnehmer und sie war Teilnehmer und kommen wir voran und kommen wir nicht voran, haben wir einen Durchbruch und irgendwann muss diese also aufgesprungen sein und gesagt haben, ich habe die Nase voll und ich will das jetzt wissen und hat dann wohl sinngemäß sowas gesagt, ich werde jetzt ganz berühmt in Thailand und überhaupt und ich schreibe jetzt ein Buch und ich mache jetzt Radio und ich werde ganz, ganz toll. Also bei sowas lacht man natürlich ganz gern, weil diese Visionen ja häufig formuliert und selten realisiert werden. Und heute ist die bekannteste Radiomoderatorin Bangkoks oder vielleicht sogar Thailands. Und sie macht jeden Morgen die Bangkok Morning Show mit, ich glaube, 7 Millionen Zuhörern. Und hat dann noch irgendwie 2, 3 Bücher geschrieben. Und ist also ein Star. Ich kenne sie noch nicht persönlich, aber es heißt, wenn du... Sie scheint nicht nur ein Radiogesicht zu haben, sondern auch sonst irgendwie sichtbar zu sein. Also wenn du mit über die Straßen von Bangkok läufst, dann kann es durchaus sein, dass noch ein paar Autogrammjäger hinter dir herlaufen. Und drum wird auch neben Tobi und meiner Wenigkeit und noch dem Gerhard Leipold, der auch noch eine Rolle spielt, die eine Rolle in diesem Konstrukt spielen. Und ich bin neugierig, was da alles passieren wird. Großartig. Jetzt hast du gerade Gerhard auch noch angesprochen. Was ist seine Rolle? Du, Gerhard ist ein Deutscher, der wiederum mit einer Thailänderin verheiratet ist. Die Zusammenhänge sind ja total verrückt. Ich habe das ja auch erst im Nachhinein gekriegt. Ich habe ja 2001 ja Bill Clinton nach Deutschland geholt. In Augsburg, Kongresshalle, irgendwas Augsburg. Und ohne, dass ich es noch vernetzen konnte, der damalige Organisator von Kongresshallenseite war Gerhard. Ah. So, der mittlerweile in Thailand lebt, dort ein Riesen-Business oder bis mehrere Businesses wohl hat, aber unter anderem sogar, also drum, es wird ja wirklich spannend, unter anderem sogar Berater des Königshauses ist. So, und der spielt also auch eine Rolle. Und insofern ist es natürlich eine Tobi-Hermann-Hauptveranstaltung, aber mit 2 Zusatzprotagonisten, Gerhard und natürlich dieser außergewöhnlichen Wie kommt es dazu, dass ihr beiden euch zusammengetan habt? Weil das ist ja eigentlich in der Speaker-Welt unüblich, aber ihr beide habt einen ganz guten Draht zueinander, oder? Ich mag die Speaker-Welt überhaupt nicht. Ich finde Speaker ekelhaft, inklusive manchmal sogar meiner Person, weil ich mir oft denke, es ist eine verrückte Welt. Und ich halte mich extrem fern von all meinen Kollegen. Gar nicht, weil ich die jetzt alle nicht mag, aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Und was in unserer Branche auch der Fall ist, sieh mir das nach, mir ist dieses Uga-Uga manchmal zu viel. Also jeder muss seinen roten Porsche nochmal herstellen und sein rotes Innenfutter zeigen und nochmal zeigen, wie wichtig er ist. Deswegen halte ich da die Finger weg. So. Und das ist jetzt bitte nur eine Metapher, aber Tobi fährt eben keinen Porsche und ist für mich ziemlich auf dem Boden geblieben. Und darum haben wir uns erstmal beruflich, glaube ich, sehr stark angefreundet und natürlich auch privat. Und was wirklich spannend ist, ich glaube, und das ist eigentlich das Verrückteste dran,
Denn die Branche ist ja dennoch wiederum vom Target und von der Zielrichtung her sehr unterschiedlich ausgerichtet. Aber ich glaube sehr wohl, dass Tobi und ich gleichzeitig die härtesten Konkurrenten in Deutschland sind. Mhm. Denn wir machen beide das Gleiche. Wir machen Menschen zur Marke, wir machen Menschen zu Speakern. Da gibt es schon ein paar feine Unterschiede, jeder mit einem kleinen Fokus. Aber grundsätzlich kann man uns beide erstmal von dem, was wir tun, in einen Topf werfen. Umso verrückter ist es, dass wir das tun, aber es macht große Freude und wir ergänzen uns natürlich auch gut. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Tobi ist ein bisschen mehr, wenn ich mal das jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja? Aber Tobi kümmert sich, glaube ich, etwas mehr um die Performance und Wirkung on stage, wenn man so will. Und ich bin eher so ein bisschen der Positionierung und Vermarktungsmensch. Das ist jetzt wirklich sehr vereinfachte Schublade. Aber dadurch passt das wieder ganz gut zusammen. Ja. Und das Ganze geht vom 8. bis zum 12. Dezember, muss ich immer dazu sagen, dass man nicht vergisst. Also 4 Tage, natürlich eben mit E drin, mit Gerhard drin, auch mit ein bisschen Königshaus und Bad Pro und so ein paar Dinge anschauen. Und natürlich auch mit einem ganz, ganz außergewöhnlichen Abendprogramm. Also Tobi ist ja ein wesentlich besserer Bangkok-Kenner, als ich es bin. Er organisiert Bangkok, ich New York. Aber wir haben, glaube ich, alles drin. Also wir haben einmal irgendwie ein wunderbares Essen auf dem Boot. Mekong, glaube ich, heißt der Fluss, wenn ich noch richtig dran erinnere. Richtig, ja. Und dann haben wir ein Essen in so einer richtigen Suppenküche, wenn du so willst. Also so sehr billig und banal, wie es halt auch dazu gehört. Und natürlich auch mal ein Essen dann gleich Sternemenü im, was weiß ich, 60. Stock über Bangkok und so weiter und so fort. Also der kulinarische Aspekt ist schon mal abgegolten. Was erwartet ihr denn inhaltlich? Ja, also erstmal, es ist nicht nur Kulinarik. Also ich meine, Essen wird ja, ist ja so ein Teil, aber dieses Drumherum ist ja das Besondere. Die Menschen zu sehen und Co. Naja, und inhaltlich ist wirklich die Besonderheit die, also wir sind eine sehr kleine Gruppe, 20 Teilnehmer, also von mir 10, von Tobi 10. Also das ist für unsere Verhältnisse eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und das erlebst du eigentlich in dieser Gruppengröße so gut wie nie. Und eben, das sind in der Regel Teilnehmer, die entweder bei Tobi schon alle Programme durchgemacht haben oder bei mir schon alle durchgemacht haben. Wir wollen bewusst gar nicht irgendjemanden nehmen, der jetzt sagt, Mensch, ich wollte mal gucken, was da passiert. Und die wir wirklich sehr individuell, sehr intensiv von beiden Seiten nochmal schleifen wollen. Also kein Standardprogramm, kein Achtung, ich spule jetzt meine Punkte 1 bis 10 runter, was wir sowieso nie tun, aber es geht wirklich darum, und es werden die Teilnehmer dann spätestens dort schon merken, ich werde jeden Teilnehmer vorher schon mal scannen. Im Dezember geht es eben los, jetzt haben wir noch ein paar Monate hin. Mhm. Ich werde mir die Außenauftritte schon mal anschauen, wo stehen die denn, zumindest in der Außenwirkung. Und dann natürlich gucken, wo stehen die dann, wenn wir sie sehen. Und dann eben zu gucken, wo dürfen wir sie jetzt hinbringen. Also Wo müssen die eigentlich hin, was ist der nächste Durchbruch, was brauchen die noch. Und da wir beide, glaube ich, sehr klartextige Redner sind, und sehr deutlich und klar mit Menschen umgehen, weil wir leben ja wirklich, in Bangkok übrigens noch mehr, wir leben ja gar nicht so sehr von den Einnahmen, die wir haben, natürlich auch, aber wir leben eigentlich von dem guten Ruf. Also wir leben ja wirklich davon, dass Menschen rausgehen und sagen, hey, war eine tolle Veranstaltung, das wäre sowieso das Mindeste, Aber wir leben noch mehr davon, dass die Menschen dann sogar sagen, guck mal, hey, das hat mir was gebracht. Also letztlich ist es ein Return-of-Investment. Du willst ja neben den Emotionen und Spaß und whatever du alles hast, willst du ja, wenn du für so eine Reise ein paar Tausende Euros ausgibst, ein paar noch mehr Tausende Euros in einem zeitlich überschaubaren Weg zurückbekommen. So. Und das ist unser Ziel. Und darum wollen wir eben auch diese Tage neben all dem Spaß, den wir sicherlich haben werden, wirklich auch hart und intensiv an der einzelnen Person arbeiten, wirklich gucken, wo feilen wir jetzt, wie bringen wir die in die Öffentlichkeit? Also Ich habe keine Ahnung, vielleicht können wir sogar mit noch irgendwas machen, wobei der Thailand-Markt ein sehr spezieller ist, aber was weißt du nicht, was da alles passiert. Aber natürlich wollen wir sie auch in die deutsche Öffentlichkeit bringen, in die europäische Öffentlichkeit bringen. Und Tobi wird hier noch ein bisschen feilen an dem einen oder anderen. Also das wird ein großartiges Programm. Und das sind wir sind ja nahezu ausverkauft. Die Menschen, die da dabei sind, sind das sind schon Macher. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn dann so eine enge Gruppe noch enger wird und sich dann gegenseitig nicht nur lieb hat, sondern auch unterstützt. Hat das ganz viel Potenzial, dass man natürlich nicht nur euch diese 4 Tage so nahe kommen kann, sondern auch, das sind ja auch wirklich dann tolle Menschen, die mit dabei sind. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich das Besonderste an der Reise? Du, ich glaube, das Besonderste ist wirklich, dass ich habe so ein Dienstleistungsgen. Ja, also ich kann ja nicht aufhören zu arbeiten, schon gar nicht, wenn ich Kunden bei mir rumsitzen habe. Deswegen
ich möchte auch beim Abendessen nochmal gucken, wo steht der jetzt und wahrscheinlich noch im Königspalast, wenn ich nicht gerade schweigen muss oder sowas. Also ich glaube, dass man Menschen da nochmal tiefer kennenlernt und auch tiefer helfen kann. Das wird für mich das Besondere sein. Und natürlich auch diese Welt mal zu erleben. Also diese Welt finde ich spannend, ja. Gerhard-Welt spannend. Und Tobi hat mich jetzt so oft begleitet nach New York. Also jetzt will ich mal sehen, wie seine Heimat aussieht. Warst du ja schon fast du warst 95 Mal in New York. Wie häufig warst du denn schon in Bangkok? Wesentlich weniger. Aber es gibt eine total verrückte Anekdote. Und da ist mir leider jetzt klar geworden, was Bangkok auch ist, was es bei uns nicht sein soll, aber ich werde das nicht vergessen. Ich hatte mit 24 schon mal eine Todesdiagnose von einem Arzt bekommen. Also ich hatte Lungenbeschwerden, ich hatte mein ganzes Leben schon immer mehr oder weniger. Aber als ich 24 war, hat mein Arzt gesagt, passen Sie mal auf, Herr Scherer, maximal noch 4 Jahre, nur wenn Sie nach Nordfrankreich ziehen, weil da die Luft so gut ist, dass Sie eben länger als 2 Jahre leben, dann eben 4. Und dann sind sie tot. Fand ich schon mal ganz nett. Also gut, heute kann ich drüber lachen, weil ich bin ja doch schon 24 plus. aber damals war das die Aussage. Und dann haben mich Freunde angefangen und gesagt, du pass auf, wir wollen nach Bangkok fliegen. Ich wusste damals noch nicht mal, dass Bangkok existiert, geschweige denn Thailand existiert. Ich kannte mit 24 schon New York, aber ich dachte, ich habe die Welt hörte bei mir, bei New York tatsächlich auf. So, und dann habe ich eine Heilpraktikerin angefangen und gesagt, pass auf, ich würde nach Bangkok fliegen, aber ich muss vorher sterben, so ungefähr. Und dann hat ich gesagt, kommen Sie vorbei, wir kriegen das hin. Und werde ich nie vergessen, bin da hingefahren, war 3 Tage später geheilt oder nahezu geheilt. Das war auch eine ganz verrückte Nummer und bin dann nach Bangkok geflogen. So, und damit war ich das erste Mal in Bangkok. Ich fand das schon schlimm, ich habe Thailand lieben gelernt. Was sind das für würdevolle, großartige, lebenslustige Menschen, lebensfrohe Menschen. Ich bin ich glaube, es ist mittlerweile eine unheimlich aufstrebende Stadt geworden. Ich fand den anderen Teil des Tourismus, den es ja auch gibt, den fand ich sehr befremdlich. Das ist etwas, was mir sehr im menschlichen Sinne sehr wehtut. Das hat mir nicht gefallen. Aber mag alles so sein, wie es nun mal ist. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist das keine Option. Deswegen wird Bangkok zu Recht und zu Unrecht auch ein bisschen blöd angeguckt. Aber das Land selbst, auch mit diesen Mönchen und mit dieser Art und Weise, wie die dort mit Glauben und mit Respekt umgehen, das finde ich ein ganz, ganz großartiges Land. Und insofern, also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon dort war, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Mal. Ja. Bangkok machst du schon mal als Drehkreuz, wie ich nach Australien geflogen bin und so, musst ja entweder Singapur oder Bangkok oder Dubai, weiß ich nicht, geht vielleicht auch noch. Insofern war ich schon öfter dort und freue mich jetzt, ich war schon lange nicht mehr dort, freue mich jetzt mal zu gucken, wie das ist, wenn man mit über die Straßen geht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und vor allem, wie du sagst, so viele verschiedene kulturelle Einflüsse, die man nochmal bekommen kann. Ja. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied auch zu New York, also von dem Programm her? Also erstmal, der Hauptunterschied ist mir wirklich der, dass in New York ist ja die Schauspielschule im Mittelpunkt. Da ist nicht Hermann Scherer im Mittelpunkt, auch Tobi nicht ganz im Mittelpunkt. In Bangkok sind es wirklich nur Tobi und ich, oder hauptsächlich nur wir zwei. Und wirklich mit diesem Fokus, Tobi hat so ein schönes Bild verwendet. Er sagt ja in seinen Kursen, macht er die Menschen zum Diamanten. Also er nennt das ja auch gerne so die Diamantschleiferei. Finde ich ein ganz nettes Bild. Und er sagt, und das behauptet er ja über seine beiden Kurse. Sehr ähnlich wie bei uns. Wir haben das Goldprogramm, wir haben das Platinprogramm. Also lass uns auch gern eine Diamantschleiferei sein. Aber er geht dann, sagt er, in Bangkok werden aus Diamanten Brillanten. Das ist doch ein schönes Bild. Und das stimmt schon gut, weil wir so liebevoll, wie wir natürlich einerseits sind und dennoch auch so klar, wir wollen die Menschen wirklich von zwei Seiten nochmal angucken. Worum geht's? Was ist dein nächster Schritt? Was kannst du jetzt tun? Jetzt hast du uns ganz am Anfang schon so ein bisschen mitgenommen, was neben dem Inhaltlichen schon stattfindet. Auf was freust du dich am meisten? Also ich freue mich am meisten natürlich auf die Entwicklung der Teilnehmer. Darum machen wir das Ganze und da bin ich auch so. Ja. Ich könnte nicht glücklich von dieser Stadt abreisen, wenn das nicht der Fall wäre. Aber wir werden, glaube ich, eine Teestunde im Mandarin Oriental haben. Wir werden auf dem Fluss sein. Wir werden natürlich ganz viele Emotionen in einem wunderschönen Hotel übrigens, das wir haben,
erleben, aber natürlich auch außen vor. Und ich habe tatsächlich, ich habe ein Erlebnis in Bangkok gehabt, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich bin ja so ein Dickschädel. Weißt, ich bin immer einer, erstmal nein. Ne? Also meine Frau sagt immer, nein kannst du immer sagen. Und ich war vor Jahren mal in Bangkok und dann hieß es noch, wir buchen uns ein Schiff, müssen 4 Stunden, glaube ich, rausfahren nordwärts, um dann in der Früh um 4 Uhr aufzustehen und mit dem Schiff wieder reinzufahren. Und ich habe gedacht, mein Gott, was für ein Zeug, 4 Stunden im Auto, um 4 Uhr in der Früh aufstehen. Also ekelhafte Nummern. Und dann bin ich halt widerwillig um, keine Ahnung, 3 in der Früh, 4 in der Früh aufgestanden, auf dieses Schiffsdeck gegangen und habe mir halt da in meine Decke eingegrummelt und mit allen negativen Worten, die man noch so senden kann. Und dann ist dieses Schiff losgefahren und es war ein sensationales Ereignis, weil du bist von Dunkelheit und nichts in diese aufwachende, sonnenaufsteigende, explodierende Stadt Bangkok City reingefahren. Also es war wie ein Urknall, war eines der größten Erlebnisse meines Lebens. Großartig. Und das wiederholt er jetzt auch nochmal? Vielleicht nicht mit ganz so früh aufstehen, aber sowas in diese Richtung. Ja. Ach schön, also das heißt auch da wird wirklich für einiges an Highlights gesorgt und einfach die besonderen Momente des Lebens schärfen nochmal. Wo kann ich mehr erfahren? Wie kann ich mich nochmal informieren? Du hattest ganz am Anfang gesagt, es gibt noch ein paar offene Plätze. Du, danke der Nachfrage. Nur bei info@hermannscherer.com. Das Ding ist nicht ausgeschrieben, das Ding hat keine Webseite, ganz bewusst nicht. A, weil wir nahezu ausverkauft sind und B, weil wir auch gucken wollen, wer mitfährt, bevor wir dann Ja sagen, wobei wir schon ein liebevolles, offenes Auge haben. Aber insofern info@hermannscherer.com, eine E-Mail und dann gibt es Infos dazu. Was ist dein Wunsch? Was erwartest du dir, was die Leute sagen, was sie am allermeisten mitgenommen haben? Naja, also mein größter Wunsch wäre natürlich, wenn du uns begleiten würdest, liebe Alice, um mal mit dem anzufangen. Mir geht es gar nicht darum, dass sie so viel, also dass sie natürlich ein Erlebnis mitnehmen und so weiter. Also alles geschenkt. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ein Jahr später mir eine E-Mail schreiben, was sie an Ernte bekommen haben aus der Saat, die wir in Bangkok gelegt haben. Großartig. Und wenn nicht da, wo dann? Hermann, vielen, vielen Dank, dass du uns mehr darüber erzählt hast. Und eine großartige Reise, die ich wünsche ich euch. Wir werden am Flughafen an dich denken. Danke dir. Dankeschön.